Ein ganzes Wochenende Modemarkt in einer Werkstätte in Brünn, der zweitgrößten Stadt in Tschechien. Viele Modedesigner entwickeln hier neue Modeartikel, indem sie dafür einzigartige Methoden und Materialien verwenden. Organisatoren sagen, das Ziel des Marktes sei, eine unabhängige Modeszene in Brünn zu schaffen. Marie Novotná ist Schmuckdesignerin aus Brünn. Ich begann, Sachen aus kleinen Perlen zu machen. Dann reiste ich und lebte im Stil der nordamerikanischen Indianer. Zu dieser Zeit lernte ich die indianische Stickerei. Ich mag auch die westliche Mode des 19. Jahrhunderts. Maries Interesse begann im Alter von 12. Mit der Zeit hat sie ihren eigenen Stil entwickelt. Ich arbeite viel mit Metall und Glas. Ich entdecke kleine tschechische Werkstätten und benutze ihr ausgefallenes Material im Design. Matus Kucharovic aus der Slowakei ist mit seinen einzigartigen Geldtaschen hier. Ich begann vor einem Jahr. Ich setzte einige Designs von meinen Freunden, die Künstler sind, zusammen. Ich wollte sie der Öffentlichkeit präsentieren, damit sie nicht vergessen werden. Die Besucher genießen die Marktatmosphäre. Ich bin zum ersten Mal auf so einem Markt und mir gefällt es wirklich sehr, weil ich junge Designer wirklich mag. Und ich finde, wir sollen sie unterstützen, wer sonst als wir Jungen. Die Sachen sind sehr, sehr schön und man kann einzigartige Stücke zu einem netten Preis bekommen. Ich mag diese Art Mode und bin wirklich glücklich, dass mehr junge Designer sich selbst präsentieren. Ich unterstütze sie sehr. Eine großartige Atmosphäre mit Live-Musik und Alltagsmodeshows der Designer bereichern den Event. NTD News, Brünn, Tschechien.